Das war der DAX-Check mit Samir Boyadan und wir schauen auf die Allianz. Da gab es heute Zahlen. Die Allianz erzielt ihr zweitbestes Ergebnis in der Firmengeschichte. Gründe dafür waren ausbleibende Großschäden und eine robuste Vermögensverwaltung. Die Allianz verdiente 2012 operativ 9,5 Milliarden Euro und damit rund 21% mehr als noch im Vorjahr. Analysten hatten hiermit etwas weniger gerechnet. Unterm Strich schaffte die Allianz im Gesamtjahr sogar eine Verdopplung des Nettogewinns auf 5,2 Millionen Euro. Im vierten Quartal konnte die Allianz das operative Ergebnis um fast 14% steigern auf 2,3 Milliarden. Der DAX-Konzern will die Dividende stabil halten bei 4,50 Euro. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern vorsichtig optimistisch. Trotz der erfreulichen Zahlen liegt die Aktie heute aber im Minus und verliert etwa 1,2%. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Philipp Hässler, Analyst bei Equinet. Herr Hässler, die Allianz erzielt ihr zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Wie beurteilen Sie denn die Zahlen jetzt? Die Zahlen sind sehr gut ausgefallen, meiner Meinung nach, vor allem wenn man berücksichtigt, dass das Umfeld ja im letzten Jahr durchaus herausfordernd war. Ich denke hier vor allem an die niedrigen Zinsen, wobei natürlich die Allianz auch hier im Asset Management, denke ich, von diesem Niedrigzinsumfeld sehr stark profitiert hat, weil PIMCO hat doch eine außerordentlich gute Performance hingelegt. Schauen wir mal auf die Dividende. Die wird ja nicht erhöht, obwohl der Nettogewinn fast verdoppelt wurde. Warum? Hintergrund der stabilen Dividende ist meiner Meinung nach, dass die Allianz halt an der Ausschüttungsquote von 40% festhalten will, um so eine gewisse Kontinuität zu liefern. Allerdings muss ich zugeben, ich hatte auch auf eine Dividendenerhöhung spekuliert und könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Investor da doch ein bisschen enttäuscht ist, dass die Allianz da nicht wenigstens 25 Cent oder so noch draufgelegt hat. Ist das auch der Grund für die Verluste heute oder liegt es doch eher im Gesamtumfeld? Das, denke ich, liegt eher am Gesamtumfeld. Die Financials sind heute ja allgemein schwach. Ihr Engagement in italienischen Staatspapieren hat die Allianz verstärkt. Das Volumen beläuft sich jetzt auf knapp 30 Milliarden Euro. Ist das nicht ziemlich gewagt, auch im Hinblick auf die Wahl? Gut, da muss man wissen, dass ein Großteil der italienischen Staatsbonds durch italienische Verbindlichkeiten gedeckt ist. Also das Risiko nicht ganz so groß ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Aber letztendlich natürlich im Hinblick auf die nächsten Tage, falls der Herr Berlusconi gewinnen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass Allianz-Aktien darunter leiden würden, weil sie ja dann großes Italien-Exposure haben. Schauen wir noch mal auf die Aktie. Wie lautet denn Ihr Kursziel für die Allianz? Vielleicht können Sie es auch noch mal ganz kurz begründen. Wir haben momentan eine Halteempfehlung, Kursziel 96 Euro. Hintergrund für unsere neutrale Einschätzung ist, dass wir das niedrige Zinsumfeld als Belastungsfaktor für die Versicherung im Allgemeinen und auch im Speziellen für eine Allianz sehen und gleichzeitig allerdings auch vorsichtig sind, was die weitere Performance von PIMCO angeht. Wir könnten uns vorstellen, dass wenn wir einen Zinsanstieg sähen, dass dann die gute Performance auch nicht mehr so gut wäre, wie wir sie halt in den letzten Jahren gesehen hatten. Herr Hässler, wir haben jetzt noch eine Minute. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Lebensversicherungen. Die haben sich ja ziemlich robust gezeigt, aber besteht hier nicht auch ein Risiko? Es war ja zuletzt oft von Experten zu hören, dass die Lebensversicherer den Garantiezins nicht mehr durchhalten könnten. Generell sehe ich das auch so, dass das niedrige Zinsumfeld eine Bedrohung für die Lebensversicherer ist und mit Sicherheit wird der ein oder andere kleine Lebensversicherer bei anhaltendem Niedrigzinsumfeld Probleme bekommen können. Für eine Allianz im Speziellen sehe ich jetzt allerdings dieses Problem nicht. Allerdings leidet eine Allianz in der Hinsicht darunter, dass sie halt das neue Geschäft schwieriger wird und dass sie halt mit den Investments, die sie hat, also dem Bondportfolio, immer niedrigere Erträge erzielen kann. Philipp Hässler, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne.